So, Freunde, wir sind wieder zurück zu einem neuen Video. Diesmal wieder ein neues Talk-Video. Wir haben heute einen neuen Gast auf dem Kanal und der kann sich am besten mal kurz selber vorstellen. Was geht, Freunde? Big Play Feine hier. Mal sehr nett bei dir auf dem Kanal dabei zu sein. Ich freue mich sehr über die Einladung, Marco. Und ja, heute gibt es so einen kleinen Talk. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du dir für Fragen vorbereitet hast an die Zuschauer da draußen. Ich weiß von nichts bisher. Also Marco hat sich nicht in die Karten schauen lassen. Bin sehr, sehr gespannt, was kommt. Und ja, freue mich dabei zu sein. Und tatsächlich, schau auf jeden Fall direkt mal rüber. Der YouTube-Kanal ist oben verlinkt. Ist auf jeden Fall sehr nice, also Rare Content. Das kann man auf jeden Fall verraten. Aber ja, die Fragen sind wie immer random, beziehungsweise nicht verraten worden. Da habe ich mir was überlegt. Das ist immer so ein bisschen spontaner. Und ich denke, wir fangen ganz klassisch an. Das ist so der klassische Einstieg hier auf ein Talk-Video. Was ist so dein Anfang gewesen zu Rare? Wie bist du dazu gekommen? Ja, bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen random gewesen. Ich habe so während der Corona-Pandemie ein bisschen angefangen, da so mich in den Aktienmarkt einzulesen. Und nach einer gewissen Zeit habe ich dann einfach entschieden, so, ey, ich habe eigentlich Bock, mir noch ein bisschen ein weiteres Standbein aufzubauen. Habe dann mit Sneaker-Reselling angefangen, war dann in irgendeiner ganz wilden Gruppe unterwegs. Und da hat dann plötzlich einer von Zoraya reingeschrieben, dass er da NFTs gekauft hat, einen Müller gewonnen hat. Und ich so, boah, eigentlich genau mein Ding. Komm, da gehst du rein. Also ist jetzt nicht wirklich spannend, die Geschichte, so ein bisschen random vielleicht auch. Aber ich war tatsächlich in so einer Sneaker-Reselling-Gruppe drin und bin dadurch dann irgendwie, ja, zu Zoraya gekommen und seitdem eigentlich auch seit Tag 1 verliebt. Ja. Das sehe ich sehr, sehr wilder Weg, weil ich habe jetzt schon mit ein paar natürlich drüber geredet. So. Ist wahrscheinlich der exotischste, würde ich fast schon behaupten. Aber why not? Und dann tatsächlich, was uns so ein bisschen verbindet, kann man ja ein bisschen sagen. Dein YouTube-Kanal ist ja basierend vielleicht auf deinem ersten großen Reward gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ganz genau. Da habe ich mir dann einfach gedacht, komm, das ist eigentlich der Moment. Ich habe sowieso schon die ganze Zeit so geliebäugelt. Hey, machst du da vielleicht Videos? Gibt es noch nicht so viele. Ich glaube, als ich angefangen habe, warst du so ziemlich einer der einzigen in ganz Deutschland, der das überhaupt gemacht hat. Habe ich schon geliebäugelt, habe ich eigentlich Bock drauf. Und das war dann im Endeffekt so der Auslöser. Ey, ich habe ein geiles Ding, mit dem ich direkt reinstarten kann. Und hat eigentlich auch ganz gut funktioniert bislang. Bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Aber das war tatsächlich wirklich so, ja, der große Auslöser. Sehe ich ganz nice. Und mittlerweile auf fast 1000 Abos ist ja wirklich ja, schon ganz gut gewachsen, muss man sagen. Da können wir direkt drüber gehen. Was wäre so, also YouTube-technisch dein nächster Meilenstein? Das wäre so eine interessante Frage, auch die mich einfach interessiert. YouTube-technisch habe ich mir eigentlich so keine Grenzen gesetzt. Also ich habe richtig Bock, so eigentlich nur dieses ganze Jahr durchzuproduzieren. Einfach jeden Donnerstag da ein Video rauszuhauen und einfach so diese Konstanz am Laufen zu halten und dann einfach schauen, was geht. Ich mache mir da überhaupt keinen Stress. Ich freue mich natürlich, wenn wir noch das ein oder andere Projekt vielleicht gemeinsam irgendwie reinstarten können, da gemeinsam was produzieren, vielleicht ein bisschen mehr die Community noch reinholen, vielleicht den einen oder anderen YouTuber, dass man da einfach coole Projekte gemeinsam macht. Aber zahlentechnisch mache ich mir da eigentlich so gar keinen Stress. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe natürlich das Video gesehen, so von dir zum Jahresabschluss. Das fand ich eigentlich auch ganz geil. Du hast da so ein bisschen die 1 Million Klicks, glaube ich, hast du gesagt, ne? Ja, habe ich schon direkt runtergeschrieben, wären 3 Millionen. Ja, Retalk, also ich habe keine Zahlen so im Kopf. Ich habe das damals in dem Video nur genannt, weil ich weiß nicht. Eigentlich ist das große Ziel, so die 10.000 Abos, die 1 Million Klicks, das wäre schon so eine geile Kombi. Ich bin nach wie vor großer Fan von diesem YouTube-Button. Den habe ich schon so oft angesprochen. Ich will den irgendwann haben. Also 100.000 sind das im Endeffekt. Aber das ist schon noch sehr, sehr weit entfernt. Das passt auch. Also Ja, da wächst sich 100.000 einiges. dauert noch, aber ich fand, du warst schon sehr bescheiden und ich glaube auch, dass du einfach so in dem Moment, wo du einfach so ein bisschen gefreestylt hast, hast gesehen, so, ja, komm, 1 Million wäre eigentlich schon eine geile Nummer, so die will ich holen, aber du bist da eigentlich schon sehr bescheiden gewesen. Freunde, ich denke, jeder von euch da draußen feiert auch Score Advice von Anfang an die Nummer 1 gewesen und da kannst du auf jeden Fall auch mal ein bisschen die Bescheidenheit ablegen. Ist auf jeden Fall für mich so der Top-1-Kanal, den ich verfolgen werde, auch privat, ganz ehrlich. Natürlich Balsam für die Seele, kann man sagen. Nee, freue mich natürlich, sowas zu hören. Und ich denke, wir kommen jetzt zu einem spannenden Thema für alle, würde ich behaupten, weil jetzt geht es in Richtung Surveyor. Deswegen sind wir auch zusammengekommen. Und also, ich selber bin Stack-Fan. Ich habe einen Bayern-Stack, weiß wahrscheinlich selber, bin nicht so wirklich zufrieden. Du hast einen Zenit-Stack, wenn ich richtig mich Ja. entsinne. Und der läuft auch deutlich besser als der Bayern-Stack. Wirst du bei dem Zenit-Stack bleiben oder wirst du da irgendwie ein bisschen was schauen, was man noch ändern kann? Da bleibe ich absolut dabei. Also ich bin von Anfang an eigentlich die Strategie gefahren, dass ich eben mich aus den Top 5 Ligen fernhalte. War von Anfang an so ein bisschen meine Nischenstrategie. Ist teilweise sehr, sehr mühsam, weil du dann eben auch so ja die fehlenden Informationen hast. Allerdings hast du dann eben auch Spieler, die einfach brutal scoren, kannst du einen All-Star stellen und kannst eben auch diese wertvollen Spieler aus Champion Europe bekommen. War so von Anfang an meine Strategie. Zenit-Stack wird definitiv auch bleiben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da noch was dazu kommt, dass ich jetzt inzwischen vielleicht auch so weit bin, dass ich mich nach Europa traue, also auch in die Top 5 Ligen rein. Allerdings, Zenit-Stack läuft brutal. Also kann ich mich auf gar keinen Fall beschweren. Der wird auf jeden Fall bleiben. So viel steht fest. Ich muss tatsächlich sagen, also ich habe mir auch
Das war, welche Zeit hast du den geholt? Also wann war denn dein, Boah, wie dein ich Kauf? hab den letzten Sommer geholt tatsächlich. Das ist jetzt knapp 7 Monate oder so her. Die Jungs sind auch schon auf 11, 11,5%. Boah, Das ist bei okay. Zenit auch sehr, sehr wichtig. Das ist Da echt gibt es die brutal. Konkurrenz auf jeden Fall und die werden natürlich, dadurch, dass sie jetzt auch nicht mehr gemintet werden, eigentlich nur noch wertvoller. Ich überlege gerade so ein bisschen, wann dieser Ausschluss war vom europäischen Fußball. War das irgendwie da reinspielen oder war das Das davor? war, Das doch, bin ich doch, mir gerade das nicht. hat er schon reingespielt. Okay. Also das war auf jeden Fall, glaube ich, 1, 2 Monate davor. Dann sind die Russen erstmal ganz, ganz krass runtergedroppt, Brutal. weil niemand auch wusste, also klar, niemand wusste auch, ob die jetzt überhaupt nochmal in Zorya weiter gecovert sind, ob die weiter gespielt werden können. Und das war dann im Sommer eben dann doch klar. Da hat Zorya dann angekündigt, die werden gespielt. Und ich habe mir gedacht, ey, ist eigentlich die Möglichkeit. Du hast eigentlich mit die besten Spieler in Challenger Europe und die Karten werden nicht weiter gemintet. Und habe ich gedacht, da gehst du rein und war tatsächlich auch so mit der größte Volltreffer, den ich eigentlich gelandet habe. Ich habe natürlich auch ein paar Misserfolge gehabt. Aber der Zenit-Stack war definitiv so mit der größte Volltreffer, würde ich sagen. Hätte damals tatsächlich nicht den Mumm, sowas zu machen. Also ich hätte ganz am Anfang habe ich angefangen mit viel aus Russland in Sachen. Ich hätte, glaube ich, hatte John Córdoba von Krasnodar, ich hatte Barinov von Moskau. Und ich habe den aber verkauft, wo diese Gerüchte aufkamen, dass die erstens ausgeschlossen werden vom europäischen Wettbewerb und auch so Rare war sie nicht ganz sicher, was sie da machen. Ich glaube, da war es auch echt lang so. Und dann. Das war wirklich, der hat schon Mumm gezeigt, dass du den Zenit-Stack raushaust, obwohl es echt so ein bisschen offen war, ob man spielen kann, wie es da weitergeht. Hat sich Ja. tatsächlich dann gelohnt am Ende, muss man auch Ja. sagen. Also ich habe ja von dir Rewards gesehen, teilweise schon sehr, sehr schön gewesen. Ne? Ja, da gab es tatsächlich so Top 15 All-Star und so, ging es schon sehr gut rein. Allerdings, ich weiß jetzt natürlich auch selber nicht, wie es weitergeht im nächsten Sommer. Es wurde nur angekündigt, dass jetzt eben bis zum Sommer das erstmal so gehandhabt wird. Wie es danach weitergeht, weiß ich jetzt auch nicht genau. Dementsprechend, Freunde, nicht, dass ihr jetzt alle hier nach dem Video rausrennt und euch ein Zenit-Stack kauft. Freunde, ich weiß es selber nicht. Ich gebe da auch keine Empfehlungen raus, wie du auch eigentlich. Anlageberatungen gibt es bei uns nicht. Wir tun so ein bisschen einfach unseren Verlauf so auf YouTube schildern. Aber ja, auf jeden Fall aufpassen, Freunde, wie es nächsten Sommer, nach dem Sommer weitergeht, weiß ich selber auch noch nicht. Ja, tatsächlich, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe selber auch kaum einen aus der russischen Liga. Ich habe vielleicht noch durch Rewards welche bekommen, aber wirklich da bin ich komplett verstraust, auch weil ich einfach, ich hatte Schiss, muss man sagen. Also ich war da irgendwie einfach skeptisch. Aber am Ende, der Mutiger in dem Fall auch echt Rewards abgesagt. In dem Fall du, finde ich auf jeden Fall sehr geil. Und du Ja. hast schon angesprochen, 2023, neues Yasuo Rare, neue Thresholds. Gibt es da eine Taktik von dir, die du irgendwie angehst oder hast du da was überlegt? Also grundsätzlich ist es eigentlich für große Galerien, meiner Meinung nach, du kannst ja auch gerne deine Meinung danach noch zu geben, gar nicht so eine große Umstellung. Ich meine, wir haben eigentlich schon alles im Verein, es ist jetzt eigentlich nur noch einfacher geworden. Gerade der Limited Threshold ist eigentlich mal gar kein Problem. Ich meine, wir haben beide Galerien, die total bis zum Rand voll sind mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Tier-3s, die sich halt so angesammelt haben, wo man sich dann gedacht hat, ey, für 3 € verkaufe ich den nicht. Und die kannst du im Endeffekt jetzt alle einsetzen. Also ich denke, gerade in Limited sollte der Threshold für mich immer drin sein. In Rare wird das Ganze dann schon sehr, sehr spannend, weil eben mein Rare Threshold-Team auch abgestiegen ist. Sehr, sehr schön. Danke dafür auf jeden Fall nochmal. Aber ja, da muss ich nochmal schauen, ob ich in Rare reingehe. Weiß ich tatsächlich noch nicht. Also grundsätzlich habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass jetzt so Rare sehr stark umschichten will und eben den Limited-Markt stark pushen will. Einfach auch deshalb, weil dann eben mehr Neuanfänger in das Spiel reinstarten können, weil die Eintrittsbarrieren einfach niedriger sind. Dementsprechend, ja, denke ich auch, dass ich mich größtenteils auf Limited konzentriere. Und da sollte der Threshold meiner Meinung nach eigentlich jedes Wochenende drin sein. Ansonsten, ja, lag es am schlechten Manager. In Ja, meinem Fall tatsächlich. natürlich. Nee, aber das stimmt tatsächlich. Ich habe tatsächlich auch, das habe ich auch mal im Video, glaube ich, gesagt, das war ein paar Wochen her. Auf jeden Fall habe ich da auch gesagt, ich gehe echt davon aus, dass ich jede Woche den Threshold safe mitnehme in Limited. Aber da rudere ich so ein bisschen zurück. Ich glaube tatsächlich, also es wird immer wieder auch Wochen, sehr wenige Wochen hoffentlich geben, wo man einfach auch Pech hat, glaube ich. Aber Klar, gibt's von immer. der Anzahl an Spielern, da hast du vollkommen recht. Also die Galerien sind, wenn du schon ein bisschen jetzt dabei bist, einfach in dem Umfang in Limited normalerweise, dass du da einfach austauschen kannst. Du hast auf jeden Fall eine Ja. Mannschaft, die du stellen kannst. Deswegen glaube ich auch, dass wir relativ gut da fahren. In Rare, gut, bei dir ist es natürlich was ganz anderes. Das ist sehr, sehr ärgerlich gewesen mit deinen Ja. Brasilianern. Es schmerzt auch wirklich im Herzen, sowas zu hören. Da werde ich auf jeden Fall auch spielen. Da habe ich aber Schwolo im Tor, der halt auch jetzt Da bist nicht du auf gerade jeden der Fall schon mal unter Größte den ist. 42 dann im Endeffekt. Ja, der Mann ist jetzt nicht so brutal, ist auch ein bisschen tricky, ob der dann noch, also der wird auch nicht gekauft von Schalke, hieß es zumindest. Vielleicht schlägt er sich gut, vielleicht denkt er nochmal um, aber ja, Aber werde ich auch Marco, ein Vogel sein. ich sag dir ehrlich, das könnte eigentlich noch der Hidden Gem sein. Ich meine, der hat eigentlich nicht Erstliga-Niveau. Und wenn er in die zweite Liga geht Dann und da bei einem stark. Aufstiegskandidaten mitspielt, dann kann es eigentlich auch sehr gut abgehen. Also klar, Schwolo geht jetzt punktetechnisch eigentlich fast nicht schlechter. Allerdings, ja, viel schlechter kann es nicht werden, solange er Stammkeeper bleibt und vielleicht auch in die zweite Liga geht. Vielleicht geht er sogar mit Schalke in die zweite Liga. Du sagst jetzt, die kaufen ihn nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Aber selbst wenn er mit Schalke runtergeht, dann ist es eigentlich so rare technisch auch erstmal meiner Meinung nach gar nicht so schlecht.
Ist was dran tatsächlich. Das ist auch so meine Hoffnung. Wenn er wo unterkommt, dann stark. Also gerade zweite Liga wäre brutal. Aber jetzt erste Liga. Also der hat jetzt auch am Ende ganz gut gepunktet. Da, wo dann, also Reis, der neue Trainer kam, war okay. Muss man sagen, war da wieder solide. Davor war es halt wirklich, boah. Da war auch kurz so, oha, vielleicht spielt er gar nicht mehr, hätte auch sein können. Aber also Threshold in Rare werde ich auf jeden Fall spielen. Da habe ich genug Spieler. Ich wollte auch MLS-Threshold-Mannschaft noch bauen. Da fehlt mir immer noch der Goalie. Ich bin überlegen, ob ich Johnny Burkhardt hergebe, wo ich den hart fühle, aber der ist immer wieder verletzt diese Saison. Und dann mir einen Torhüter dafür holen. Mal schauen. Und ich wollte tatsächlich einen Super Rare auch angreifen. Mir fehlt aber das Kleingeld aktuell. Ja, ich glaube auch Und torwarttechnisch ist schwierig, ne? ja, das ist tatsächlich tricky. Thiago hat es gemacht, da habe ich es gesehen. Deswegen hat es mich auch so ein bisschen inspiriert tatsächlich. Die so ein paar rausgelassen, die so. Das sind nicht teure Spieler, aber halt dann Ja, doch gut. teuer, weil es Super Rare ist. Das ist halt Ja, das gut, Thema. Thiago hat aber auch 1-2, glaube ich, allein für sein Torwart gezahlt, Ja. ne? Das war Müller. Also, ja. Deswegen, da ist schon was dran. Also, da fehlt mir aktuell einfach ein bisschen das Cash, um da rein. Ich hätte Bock, aber das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Aber sonst, also Rare, Limited, Safe, Super Rare, vielleicht in Zukunft irgendwann. Aber mal schauen. Dann, also bei mir, MLS ist gerade ein Riesenthema. Wie sieht Ja. es da bei dir aus? Bin ich schon drin? Bin ich schon Bist du drin? Kommt drin? auch ein Video zu. Habe ich alles schon eingekauft vor, weiß ich nicht, knapp 3, 4 Wochen, glaube ich. Jetzt gerade merke ich so, Markt zieht langsam an. Also jetzt ist so ein bisschen auch meiner Meinung nach die Last Chance, wo man wirklich noch reingehen kann. In 2, 3 Wochen wird es dann wahrscheinlich schon sehr saftig von den Preisen her. Aber bin ich auf jeden Fall drin. Fühle ich auch. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das Ganze dann auch spiele oder eben nicht. Normalerweise mein Zyklus ist immer der, ich kaufe. Weiß ich nicht, im November, Dezember kaufe ich meine MLS-Spiele ein, verkaufe sie im Februar und gehe dann direkt in Europa rein. Wenn dann halt die Sommerpause ansteht, dann habe ich eigentlich jedes Jahr, also was heißt jedes Jahr, ich habe es erst ein Jahr so gemacht, aber hat letztes Jahr ganz gut funktioniert. Einfach in die MLS rein, dann startet die MLS, MLS raus, Gewinne abziehen und damit voll in Europa rein. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, ob ich dieses Jahr spielen will oder eben nicht. Asia ist so ein Thema, kann ich mir schon viel eher vorstellen, dass ich spielen will. Hast du, glaube ich, auch im letzten Video gesagt gehabt, dass du es machen willst. Ja, Asia für mich eigentlich noch ein fast viel spannenderes Thema, weil MLS ziehe ich eigentlich meistens die Gewinne einfach nur ab. Ja. Verstehe ich tatsächlich. Ich habe Bayern gespielt letzte Saison. Ich bin mittlerweile aber, also ich spiele Asia auch, aber wahrscheinlich nur mit so einem Team, dass ich halt eins habe. Das habe ich halt noch übrig von letzter Saison. Ich werde aber main wirklich auf MLS gehen, weil ich schaue die Liga auch. Also ich fühle die tatsächlich. Ich bin da ein bisschen Fan geworden. Bin ein bisschen richtig reingesogen worden durch so während das Thema. Und also ja, also tatsächlich, was du angesprochen hast, ist ganz interessant mit dem Markt, der sich gerade so ein bisschen erhitzt. Also da geht es wirklich in eine Richtung. Also die Preise steigen. Bin Ja. aber gespannt, also das war ja die nächste Frage gewesen, was du dazu meinst. Bin auch gespannt, wo der Preis hingeht, weil ich glaube, er wird sich nicht auf dem Niveau wiedersehen, wo er schon war, letzte Saison zu der Zeit. Bin ich ein bisschen gespannt. Ja, da stellst du natürlich die absolute Kronfrage, sag ich jetzt einmal mal. Es ist einfach unmöglich zu beantworten. Ich Absolut. glaube, bei dir ist es vielleicht nicht anders. Ich bekomme sehr viele Kommentare, nicht nur unter meine Videos, sondern auch teilweise Twitter, Discord und so weiter und so fort, wo die Leute mich fragen: Ja, was glaubst du, wo geht der Preis hin? Und ich sage denen auch nur so: Ich mache YouTube-Videos, aber ich bin kein Hellseher. Ich versuche das Ganze natürlich zu analysieren. Ich mache immer meine eigene Meinung, aber grundsätzlich ist fast unmöglich zu sagen. Ich weiß nicht, wie das Update letztendlich dann von den Spielern aufgenommen wird, ob das Ganze positiv oder negativ ist. Ich finde es eigentlich schon mal sehr, sehr positiv, dass überhaupt die Preise gerade ansteigen. Das ist ganz wichtig zu sagen. Wir haben jetzt über eine sehr, sehr lange Phase gesehen, dass die Preise einfach ohne Grund gedumpt sind. Also wirklich, die sind runtergegangen über Monate lang. Und jetzt sehen wir tatsächlich zum allerersten Mal auch, dass die Preise wieder hochgehen. Das finde ich erstmal grundsätzlich sehr, sehr positiv. Also ganz egal, wie weit es hochgeht, finde ich es erstmal geil, dass wir so ein bisschen diesen Negativtrend einfach gestoppt haben. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig zu sehen, weil ansonsten, ja, wäre diese Rare-Entwicklung einfach 0,0 nachhaltig. Und dementsprechend bin ich erstmal froh, dass es hochgeht, wie hoch es geht. Denke ich, kann ich nicht sagen, kannst ja gerne deine Meinung zu sagen, kannst uns sagen, wann der Peak erreicht sein wird, dann verkaufe ich da direkt. Nee, ist wahrscheinlich schwierig, ne? Also ich bin derselben Meinung, ich sage das auch immer wieder, so, dass du kannst nicht timen, du kannst nicht perfekt timen, du kannst so ein bisschen natürlich drauf zielen. Ist es im Normalfall so, also mittlerweile ist auch kein Geheimnis, diese Zyklen im Endeffekt vor Saison geht es nochmal hoch. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Shift immer mehr, also dass man den Zeitpunkt früher timen muss, wann man dann verkauft, weil Absolut. mehr Leute wissen das, ziehen dann drauf und dann denken, ja, kurz vor der Saison verkaufe ich. Und dann ist es meistens so, dass davor wieder welche verkaufen und dann ist der Punkt da schon erreicht. Das Ja. verschiebt sich gerade so ein bisschen. Ja. Ich glaube, dass es wieder so ein bisschen weiter früher sein wird in Sachen, wo der Peak sein wird. Aber den wird man nicht timen können. Da muss jeder für sich selber schauen. Profite kann man gut mitnehmen. Das, wie du auch gesagt hast, ist auch eine gute Option. Ja. Wahrscheinlich können viele jetzt schon ein paar Profite mitnehmen, je nachdem, was sie eingestiegen sind. MS oder J-League oder wo auch immer. Und da bin ich gespannt, aber ich glaube, dass die Preise nicht mehr so krass eskalieren. Die sind ja in MS sowieso nicht ganz so heftig hoch wie jetzt
wenn du so Bundesliga schaust. Boah, das ist so letzte normal. Saison sind die schon, gut angezogen. Also da habe Sie ich sind dann, angezogen, ja. ich war größtenteils hier nur in Brasilien, Argentinien und so weiter, sogar Mexiko auch am Start. Und da ging es auch schon hoch, aber ich war wirklich dann auch richtig traurig, dass ich nicht in die MLS auch noch reingegangen bin. Also da ging es letztes Jahr schon richtig ab, muss ich sagen. Und falls ich vielleicht auch noch mal einhaken kann, weil ich genau das, was du angesprochen hast, eben genau dieses Phänomen auch beobachtet habe, was ich ganz definitiv sagen kann für alle von euch da draußen, falls es euch interessiert, dass diese Zyklen sich einfach immer weiter nach vorne verschieben. Dadurch, dass einfach jeder Bescheid weiß, dass es eben diese Zyklen gibt, dass man antizyklisch handeln muss, ja, verschiebt sich es immer weiter nach vorne. Die Leute investieren immer mehr schon im Dezember in die MLS-Karten und die wissen dann auch nicht genau, wann sie verkaufen sollen. Die Laien denken dann immer im Endeffekt, ja, kurz vor Saisonstart ist es am weitesten oben, aber hast du selber schon gesagt, dann geht es meistens nochmal so ein bisschen nach unten. Das heißt, ich denke wahrscheinlich, dass wir den Peak wieder so, weiß ich nicht, wahrscheinlich 3 Wochen vor Saisonstart sehen, wenn dann eigentlich eben alle ihre Teams fertig haben wollen. Also ich denke, dass wir nicht den Höhepunkt sehen wollen, sehen werden, wenn eben ja die Saison gerade reinstartet. Ist meine Meinung. Ja. Tatsächlich unterstreiche ich, das habe ich ja auch angesprochen. Das ist tatsächlich auch meine Idee davon. Aber selbst da, also 3 Wochen ist ein Framing, das man verwenden kann, muss man schauen, wo es hinführt. Also da soll man auf jeden Fall gewarnt sein, kann man sagen, dass man da Also nicht vielleicht. Also festnageln wenn tun wir man. jetzt hier auf gar keinen Fall, Freunde. Also an alle von euch da draußen festnageln, auf gar Ne. keinen Fall. Aber ist halt so ein Gar bisschen kein. so das, was wir einfach beobachtet haben und wo wir von ausgehen, ist auch klar. Natürlich, also das ist auch, kann keiner beeinflussen, wenn wir sehen, wo es hinführt. Aber tatsächlich, das Phänomen ist kein Geheimnis. Das ist wirklich so ein bisschen sichtbar. Was ich tatsächlich noch ansprechen wollte, ist weg von Fußball so rare Richtung NBA so rare. Bist du da selber aktiv? Bist du drin? Ich bin tatsächlich so ein bisschen drin, allerdings also weder in NBA noch in NBA so rare. Also ich bin nur in dem Sinne drin, dass ich eben ganz normal in der Common League mitzocke und dann eben schaue, wie sich das Ganze verhält. Ich habe jetzt von Freunden mitbekommen, dass die eben große Gewinne erzielt haben. Also dass es in NBA so rare wohl richtig gut abging und dass da eben auch noch nicht dieses Knowledge herrscht, das man eben im Fußball hat. Das heißt, man kann da eigentlich, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, eigentlich sehr, sehr gut Gewinne mitnehmen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe von NBA einfach nicht genug Ahnung. Also ich rede gerne über Dinge, von denen ich Ahnung habe. Ich befasse mich da gerne mit, beziehungsweise ich befasse mich natürlich auch gerne mit Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Allerdings rede ich davon dann nicht oder möchte das Ganze dann teilen. Ich könnte das Ganze natürlich bringen. Allerdings kann ich ganz ehrlich sagen, ich bin da einfach nicht gut genug drin. Also ich weiß nicht genug von der NBA. Ich verfolge es nicht so sehr. Ich war jetzt in den USA einmal bei einem Spiel. Die Stimmung war auf jeden Fall geil. Aber von den Spielern kannte ich vielleicht 2, 3, wenn es hochkommt. Also da muss ich auch so ehrlich sein. Da kann ich nicht viel mitbringen. Welches Spiel warst du? Es war Miami Heat gegen Washington Wizards, glaube ich. Chillig. Auf jeden Das Fall, tatsächlich. Kuzma hat gespielt. Ich habe mir Ja, gemerkt, dass der Kyle Lieblingsspieler, Kuzma. der hat gespielt. So, da habe ich direkt geschaut, wie der Mann sich schlägt. Hat ganz gut gescored, auf jeden Fall. So viel kann ich Kyle, sagen. Riesentyp. Wie Riesenfan, nach wie vor. Aber nee, also tatsächlich verstehe ich die Meinung. NBA ist, wenn man nicht so tief drin ist, das braucht halt Zeit. Das ist ganz normal. Also man muss sich Ja. natürlich reinlesen. Man kann nicht, also gerade hier auf YouTube wird es schwierig, Videos oder Content zu machen, wenn du nur so Ja. Halbwissen hast. Das macht keinen Sinn. Ist Wissen halt wir gefährlich beide. dann auch. Dann trittst Ja, du die ganze Zeit natürlich. irgendjemand auf die Füße, wenn du dann da deine Meinung publizierst, die dann eigentlich kompletter Schwachsinn ist. Deswegen halte ich mich da so ein bisschen zurück tatsächlich. Ja, völlig verständlich. Da sehe ich, aber ist es so, ich sehe es gerade auch in Twitter ganz viel, sind sehr viele drin und die räumen auch ganz gut ab. Weil Ja. man wirklich, also wie du gesagt hast, der Markt ist noch nicht so kompetitiv und man hat wohl, also es gibt auch verschiedene Tools mittlerweile, wo man einfach sehr gute Vorhersagen hat, wo man Spiele drin hat, die man dann holt. Das ist sowieso Und brutal, ne? es ist Mit sehr, den sehr ganzen heftig. Also, Tools, das ist brutal. Ja. Datenanalysen-technisch ist NBA einfach nochmal ein bisschen einfacher als Fußball, weil es ein bisschen mehr predictable ist. Aber, also ich bin selber, ich habe auch viele Karten gehabt. Ich habe auch ein paar verkauft jetzt tatsächlich, weil ich in Fußball ein paar Karten noch kaufen wollte. Und werde aber auch, wenn wieder ein bisschen Budget übrig ist, wieder NBA-Karten holen und dann auch wieder ein bisschen weiterspielen. Bin aber auch, muss ich ehrlich sagen, ich bin Fan, ich schaue Basketball. Ich bin aber da nicht so tief drin, dass ich jeden Spieler so richtig perfekt kenne. Das ist so ein bisschen tricky, aber ich verstehe deine Meinung. Also ich will ein paar NBA-Videos droppen. Ich habe die Hoffnung, dass ich da noch so ein paar ans Mic bekomme, die sich ein bisschen besser auskennen. Aber ich selber bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Wenn ich reingehen würde, wahrscheinlich dann einfach ganz simpel in die Ersatzspieler, die dann eventuell reinrotieren könnten, wo du einfach keine Downside hast. Das heißt, wenn du spielst, kaufst den Spieler, der kann eigentlich nicht weiter sinken, weil er sowieso schon die dritte Wahl ist. Das heißt, er kann nur hochgehen, so würde ich dann eventuell reingehen, aber das wäre dann auch nur wirtschaftlich. Da habe ich nicht wirklich Spaß dran. Ich verfolge den Sport nicht. Und es ist auch was ganz Wichtiges, was ich noch dazu vielleicht hinzufügen kann. Gerade was, du hast ja auch mal ein Video dazu rausgehauen mit deinem Lieblingsteam, mit deinem FC Bayern Stack, ob das Ganze Sinn macht oder nicht. Und das Ganze, ja, muss man immer differenziert betrachten. Wenn man nur aus Spaß spielt, dann sollte man immer
immer eigentlich auch das spielen, wo man am meisten Spaß hat. Ich habe jetzt viel so geredet, dass ich das eben aus dem wirtschaftlichen Aspekt sehe mit Asia und so weiter. Ich habe natürlich auch keinen, nicht unbedingt den meisten Spaß, wenn ich die J-League mir reinziehe. Da gehe ich natürlich auch lieber nach Europa oder in die MLS. Das heißt, auf jeden Fall differenziert betrachten. Und wenn es euch Spaß macht, Freunde, geht da auf jeden Fall auch rein. Ist auch ganz wichtig. Geht manchmal so ein bisschen unter zwischen den ganzen Videos, wo man schaut, wie es läuft und welche Rewards man holt. Es geht auch im Endeffekt viel um Spaß. Denke ich, stimmst du mir auch zu. Absolut. Das ist auch mein erster Gedanke gewesen, damals, wo ich angefangen habe. Ich hatte einfach Spaß daran. Das ist durch im Hinterkopf immer so ein bisschen, man kann auch Cash machen, aber der Spaß war straight immer voll da. Das ist auch das Ziel. Deswegen ist Bayern-Stack ein bisschen das Problem gewesen, dass ich da so ein bisschen Spaß genommen habe, wo es im FC Bayern war. Bisschen traurig, aber gut, ich habe die Spiele immer noch. Deswegen. Ja. Das ist halt das Ding. So, ich finde einfach, wenn du dir Spieler kaufst und die dann massiv droppen, sagen wir 50%, wie jetzt teilweise die Bayern-Jungs von dir, dann hast du auch keinen Spaß. Also es macht auch keinen Spaß, wenn du total viele Verluste einsteckst, weil dann denkst du dir, ja, macht es mir gerade so viel Spaß, dass ich so viel Geld dafür quasi liegen lasse. Ich finde, man muss da so auch ein gewisses Maß finden. Sobald du halt ein bisschen Verlust machst, sagst du, hey, ich habe mein Lieblingsteam und damit spiele ich jetzt. Aber wenn es dann wirklich so einen teuren Stack geht, wie zum Beispiel FC Bayern, und dann Riesenverluste machst, dann bleibt so der Spaß, finde ich, auch auf der Strecke. Also es gehört schon so ein bisschen zusammen und geht auch mit gemeinsam einher. Ja, absolut, das ist Hand in Hand. Das ist die andere Seite der Medaille, der Benfica-Stack bei mir gewesen. Bin Fan geworden, so nur durch so Rare und hat einfach Spaß gemacht. So. Das ist, es ist wirklich klar. Also je nachdem, wenn man dann natürlich performt mit, macht es deutlich mehr Spaß, als wenn man nicht performt. Aber ja, der Spaß sollte nicht zu kurz kommen, definitiv. Jetzt habe ich dich, Marco, jetzt habe ich dich, aber sorry, dass ich dich unterbreche. Gerne, jetzt, gerne. Jetzt habe ich dich direkt im Video vor allen Leuten, das Benfica-Trikot. Was ist da los, Marco? Sag uns, was da los ist. Jetzt muss ich äußern, jetzt brauchen wir ein Statement. Ich bin Schwabe. Ich bin Sparfuchs. So kann man es vielleicht ausdrücken. Und ich gucke wirklich sehr, sehr häufig in verschiedene Apps rein, wo man entweder Secondhand oder so Deals halt. Und ich bin auch tatsächlich immer wieder auf Benfica-Trikots gestoßen, aber die waren halt nie in meiner Größe oder die waren halt sackteuer, wo ich sage. Ja, geh nicht runter, okay. Ich sag's jedes, ich habe gefühlt jede dritte Woche sage ich, dass ich dieses Trikot will und kaufen will. Ja. Und ich kann es nicht wirklich beantworten, warum ich es immer noch nicht habe. Ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach so ein Sparfuchs. Ich habe in meinem Schrank auch wirklich, das sind 80 Trikots da drin von verschiedenen Mannschaften. Also ich habe schon gesehen, ein bisschen Cope-Trikot, Kolumbien-Trikot, alles am Start gewesen, aber das Benfica-Trikot, das geht nicht. Tatsächlich, Retalk, ich bin wie so ein kleiner Sammler geworden irgendwo. Also Trikots ist so wirklich, das ist so mein Ding geworden, keine Ahnung. Und dann, ja, Benfica, ich bin wirklich Fan, aber das habe ich nicht, das ist ein bisschen sad. Und gerade, also ich habe ein PSG-Trikot von Traxler und Traxler ist auch Benfica, ich bin auch Traxler-Fan irgendwo. Und das sagst du, das zählt schon? Nee, das zählt nicht, aber ich hätte auch Bock auf ein Traxler-Trikot von Benfica, das wird eigentlich auch passen, weißt du, deswegen. Das wird schon passen, ja. Ich hoffe so ein bisschen, also wir schenken, das ist so, jetzt wirklich Insider-Infos, wir im Freundeskreis schenken uns zum Geburtstag so in der Runde meistens Trikots, deswegen habe ich auch so viele. Und ich hoffe so ein bisschen auf ein Benfica-Trikot dann, vielleicht zum nächsten Geburtstag. Das ist nicht mal so weit hin, im April dann, aber vielleicht kommt es dann. Oder noch ein Jahr YouTube und dann ein Video mit Draxler. Und ja, das wäre natürlich direkt. Brutal, bockstark. Also das wäre cool. Nee, also das schmerzt immer noch keins zu haben. Vielleicht ja irgendwann baldig. Wenn's mal wir lassen nicht locker. Marco, wir lassen nicht locker. Schreib's in die Kommentare, wir lassen auf keinen Fall locker. Wir wollen dich im Benfica-Trikot sehen. Irgendwann kommt's auf jeden Fall. Und wenn das Benfica-Trikot nach dem Verkauf vom Stack kommt, dann sind wir alle sauer. Verständlich. Das muss noch kommen, bevor der Stack verkauft wird. Okay, sehr schön. Ich halte es so lange. Nee, aber tatsächlich, ganz, ganz witzig. Also ich glaube, es liegt daran, dass ich irgendwie, ich bin Sparfuchs, keine Ahnung warum. Also das ist irgendwie so der Fall und wie gesagt, ich habe sehr viele Trikots, ich spiele zwar selber Fußball, man kann selber nur eins tragen, so. Ja. Das Geld ist mit Fika Stack geflossen, wäre jetzt die richtige Antwort gewesen vielleicht. So kann man es auch vielleicht ausdrücken am Ende. Ja, also vielleicht sehen wir mich bald in einem Trikot, wäre auf jeden Fall. Ja, vielleicht bald. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, jawohl. Aber nee, ganz, ganz cool, dass du ansprichst. Im Endeffekt habe ich noch so eine abschließende Frage. Also du hast gesagt, Ziele auf YouTube gibt's nicht. Ist ja auch völlig in Ordnung. Oder gibt es zumindest nicht, wo du jetzt was sagen möchtest im Endeffekt, was man da erreichen muss, ist in Ordnung. Ist ja auch völlig legitim. Aber hast du Ziele in so Rare? Das wäre so die letzte Frage, die ich dir stellen möchte. Also tatsächlich gibt es eigentlich so ein kleineres Ziel. Und zwar habe ich richtig Bock, auch meine Unique-Karte abzuholen über die Referral-Links. Ich bin natürlich niemand, der irgendwie genauso wenig wie du auch, der irgendwelche Leute animiert, um eben dann auf Krampf hier irgendwie die Referrals reinzuholen. Aber grundsätzlich so eine Unique-Karte zu öffnen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es denke ich mir, es ist schon ein geiles Gefühl, so dann einfach drauf zu drücken und du weißt, du kriegst dir gleich eine richtig geile Karte.
Da habe ich tatsächlich Bock drauf und ansonsten so Red-technisch eigentlich nicht. Ich kann nochmal YouTube-technisch eventuell ausholen und mich da im Nachhinein nochmal korrigieren. Grundsätzlich würde ich mich einfach ja freuen, mehr Projekte zu machen, habe ich auch vorhin schon erwähnt gehabt. Und einfach, ja, eventuell auch mit dir nochmal was aufzunehmen. Fände ich auf jeden Fall auch cool, den einen oder anderen, ja, coolen Partner oder Kollegen einfach mit ins Video reinzuholen. Du hast auch schon erwähnt mit irgendwie NBA-Experten oder sowas. Halt einfach mehr Kooperation zu machen. Falls euch da auch irgendwas in den Kopf kommt, haut es auf jeden Fall in die Kommentare bei Marco. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darüber. Ich hoffe auf jeden Fall auch, dass es dir soweit getaugt hat in der Kombination, dass du überhaupt Bock drauf hast. Ansonsten, ja, lädst du mich einfach nicht mehr ein. Kannst du auch machen. Nein, Ja, nee. nein. Aber das Einzige ist tatsächlich die Unique-Karte, die ich echt, also wo ich wirklich richtig Bock habe, die aufzumachen und einfach, ja, schauen, was rauskommt. Tatsächlich verständlich. Ihr hört, wer noch nicht angemeldet hat, auch gerne über seinen Link. Der ist auch, also können wir auch verlinken, das ist gar kein Problem. Hey, Re-Rap, ich support da gern. Ich bin Nee, aber ich. nicht hier, um einen Link zu bewerben, keine Sorge, Freunde. Ich bin hier, weil ich Marco feier und nee, auf jeden Fall, wie gesagt, da brauchen wir auch jetzt hier keine Werbung oder sowas machen. Ist nur so ein kleines Ziel. Ich finde, ansonsten ist es einfach auch schwierig, Ziele zu nennen. Ich kann ja sagen, ich möchte meine Galerie verdoppeln. Im Endeffekt, ja, weißt du auch nicht, wie es da genau dann weitergeht, ob das überhaupt möglich ist. Dann legst du dich im Endeffekt fest, ich möchte es verdoppeln, dann klappt es nicht. Ist schwer, sich da Ziele zu nennen. Ist natürlich cool. Man kann natürlich sagen, ich möchte nochmal irgendwie in die Top-Platzierungen rein, nochmal so Top 15 ist schon jedes Mal ein geiles Feeling. Aber als Ziel auszusprechen, kannst es ja nicht wirklich beeinflussen. Also, Absolut. meine Spieler werden dann auch nicht besser spielen, wenn ich mir wünsche, dass sie in die Top 15 kommen. Nee, Aber ja, natürlich, deswegen ist das natürlich. so das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Nee, also ich kann kurz ausholen zu der Unique-Karte. Ich habe die oh, vor knapp ne, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Vielleicht vor einem Jahr oder so. Und tatsächlich, mein Moment mit dieser Unique-Karte war gar nicht so unique, wie man es sich wahrscheinlich vorstellt. Ich bin da ins Stadion gefahren, tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann in der Rewards, also da war dieses Geschenksymbol, wie man es halt kennt von den Rewards. Und Ja. ich habe es aufgemacht und ich wusste aber nicht, dass das die Unique ist. Ich habe die nirgends Oh, abgeholt und auf okay. einmal ploppt die so auf. Und ich so, hä? What the Das fuck? Und ist dann, halt ja. bitter. Ja, War okay. schon cool dann natürlich. Ich wusste auch, dass die irgendwann kommt, aber die war bei mir so ein bisschen verbuggt wohl. Also ich habe auch mit denen von Surrender Kontakt gehabt. Die kamen dann nicht direkt. Also ein bisschen, keine Ahnung, was da los war. Und dann war das so ein bisschen nicht so wirklich special, wie man sich vielleicht vorstellt, aber Es war auf jeden Fall ist halt im cool. Endeffekt noch schade. Ich weiß noch, damals als Abonnent habe ich mich gefragt, so ich wusste, dass die zwischendurch angekommen sein muss, aber du hast es nicht hochgeladen. Ich habe mir so gedacht, gab es irgendeinen Grund, warum du es nicht hochgeladen hast? Dann haben wir jetzt auch offiziell die Erklärung, warum. Ja, dann ist es natürlich nicht ganz so unique, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also ich hätte es tatsächlich, ich wollte es hochladen, ich bin aber dann, also wie gesagt, ich war am Handy, ich bin irgendwo, wir sind am Stadion gefahren, also es hat ganz gut gepasst thematisch. Aber ich habe nur einen Reward bekommen. Ich dachte so, keine Ahnung, Referral oder irgendwas anderes und dann habe ich es halt aufgemacht. Da stand auch nicht dran, irgendwie hier, deine Unique oder das war, dann war sie halt da nicht so, ja gut, was willst du jetzt machen? Ja, Aber gut. gut. Nee, aber gönne ich dir. Ich hoffe dann tatsächlich, dass es für ein Jahr 2023 bei dir auch dann soweit ist und sonst. Also von mir aus gerne wieder. Auch in Sehr anderen gerne. Formaten. Das ist natürlich alles möglich. Da spricht nichts dagegen. Und sonst haut in die Kommentare, was ihr dazu Definitiv. zu den einzelnen Themen haltet. Checkt auf jeden Fall Big Play Finis Kanal ab. Immer gern gesehen. Und dann würde ich sagen, letzte Wort gebührt dir, dem Gast. Ja, haben wir noch gar nicht gesagt. Auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Ganz klar, Freunde, Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Abo auf seinem Kanal auf jeden Fall da lassen. Macht einen super Content. Seit Monaten einen geilen Job. Konstanz ist da, habe ich dir davor auch schon privat gesagt. Ist einfach geil, seit wie vielen Monaten du konstant hochlädst. Oder auch die Ziele, die er sich gesteckt hat, ziemlich hoch. 2 Uploads die Woche. Auf jeden Fall dranbleiben, auf jeden Fall supporten, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Squad-wise Nummer 1 in Deutschland, so Red-technisch. Dranbleiben, abonnieren, Daumen nach oben da lassen. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, auf weitere Projekte, würde ich sagen. Machen wir so. Also, macht's gut, Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.